Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim. So, ich möchte ganz gerne hier den Stall weiterbauen und vielleicht noch die Schilder. Dazu werde ich mal jetzt hier hingehen. Hier sind nämlich ein paar kleine Bäume, die ein bisschen weg können. So, wartet, wartet, wartet. Ja, stelle ich mal hier hin. So, jetzt muss ich noch den Kanister holen, weil sonst reicht vielleicht mein Sprit nicht aus. So. Genau, füll mal ein hier, das Ding. So, dann einmal los. Genau, fall genau vor meine Säge, wunderbar. Ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich nicht mehr allzu viel machen werde bis zum nächsten Update. Ne? Das heißt, ich werde das Spiel ruhen lassen, für all die, die es noch nicht mitbekommen haben. So. Ja, nehmen wir den hier. So. Einmal. Gibst du mir mal den Stamm? Dankeschön. So. Okay, weiter geht's. Los, mach hinne hier. Keine Siege. Weiß ich nicht, ob ich den Wasserturm stehen lasse. Eigentlich gefallen die mir optisch. Aber ehrlich gesagt, brauche ich ihn an dieser Stelle gar nicht. So, wow, wow. Was war das denn? So, dann einmal den noch hier. Okay. Ja, dann haben wir soweit erstmal alles verändert, was ich verändern wollte. Also eigentlich die ganze Ranch. So, schalte ich mal aus. Und dann nimm dir mal ein Stecken Bretter. So. Hoppala. So, na, wartet mal, ich gehe mal lieber die Treppe rauf, dann komme ich da besser ran, ne? Einmal hier hin, einmal dahin, einmal das, einmal das. Na komm schon, einmal das. So, und damit wäre der Stall auch fertig. Ja, ja, so sieht's aus. So, genau, dann werde ich jetzt die Schilder hier machen. Die brauchen immer 5. So. Ja, genau, lass mal fallen. Einmal hier. Einmal da. Nee, Quatsch. Dann nehmen wir mal eins auf hier. Okay, so. Ja. Ja, ja. Okay, gut. Wartet, ich schon mal mein Auto. Nein, nicht die Klappe aufmachen, Fanny. Meine Güte. So, wie gesagt, die Bäume hier will ich eigentlich ganz gerne stehen lassen, weil das, finde ich, mit meinem Pavillon sieht ganz toll aus. Wow. So. Dann nimm dir mal die Bretter. So. Einmal das. Jetzt habe ich das eigentlich recht gerade raufgekriegt, ne? Ist ja wunderbar. So, dann den Kanister. Und die Säge nehmen wir auch mal gleich mit. Okay. So, wartet mal. Wo hatte ich denn jetzt noch was, hingebaut an Schilder. War das hier bei den Kühen? Ja. Bei den Kühen hatte ich noch was hingebaut. So. Nimm mal erstmal die hier. Genau. Wo hatte ich denn jetzt noch Schilder hingebaut? Bei den Hühnern, glaube ich.
Weiß ich jetzt gar nicht. Hatte ich bei den Hühnern? Ich bin mir jetzt da gar nicht so sicher. So, einen Moment. So, ich weiß jetzt gar nicht. Bei den Schildern hatte ich da weiß und schwarz-graue Schrift oder hatte ich da die rote Schrift gemacht? Wenn ich das schon wieder mal wüsste, ne? Obwohl, kann ich die Kanister nicht hier reinstellen? Ja, kann ich. Okay, Achso, nee, Quatsch. Ich weiß jetzt nicht, wie hatte ich denn das... Ich nehme alle drei Farben mit. Kann ja nicht schaden. Kann ja alles nicht schaden. So. Und den da. Okay. So, jetzt kannst du die Klappe auch zumachen. Aber ich glaube, ich hatte es mit diesem Grau-Schwarz gemacht, ne? Die Schrift selber. Ja, ja. I have it. Wobei, wartet mal, würde es jetzt nicht besser aussehen, wenn ich es genau umgekehrt mache? Rote Schilder mit weißer Schrift? Ich glaube, das wäre vielleicht ganz cool, weil die Zäune sowieso schon weiß sind. Ja, ich glaube, so kommt es doch besser, oder? So, wartet. Schildname. Und zwar schreibe ich jetzt hier Milchbar. Ist doch gut, oder? So, jetzt brauche ich die weiße Farbe, glaube ich. Ich glaube, ich werde hier wieder so viel missbauen. Textfarbe ändern. Aber wenn nicht, wartet mal. Das ist immer so ein komisches Problem hier. Warte, jetzt mache ich garantiert das Schild, ne? Nee, die Textfarbe. Cool. Okay, dann habe ich das jetzt begriffen, glaube ich. Okay. So. Okay. Nein. So, dann fahren wir nochmal zu dem Stall. Wow, ouch. Genau, so, dann brauche ich die rote Farbe wieder. Ah, manchmal nimmt die aber nicht an, gerade. Was ist da los? Jetzt. Zwei Farben brauchten die? Unfassbar. Hier schreibe ich rein. Streichelzoo. Annehmen. So. Und jetzt. Mach bitte nur die Textfarbe. Ja, danke schön. Ja. Jetzt habe ich, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder den Radio angemacht, ne? Der war gut. Der war gut. So. Okay, wartet. Ich gehe mal ganz kurz noch die weiße Farbe holen. Das mache ich jetzt, Quatsch, die rote Farbe. Das mache ich jetzt erstmal ohne Auto. Genau, bei den Hühnern hatte ich nichts hingeschrieben, ne? Kein Schild. Was könnte ich denn da eigentlich schreiben, wenn ich da ein Schild hinbauen würde? Omelette oder was? Omelette-Theke? Ach, herrlich. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Einmal hier nochmal. Oh, das nimmt dann nicht gleich an, ne? Jetzt. So, dann nehmen wir die schon mal mit. Sch-
schade, dass man die Schrift auch nicht irgendwie verändern kann, die Schriftart und auch die Größe und so. Streichel. Streichelzoo, ja. Habe ich richtig geschrieben, ne? So, und jetzt die Textfarbe. Streichelzoo, ja. Okay, ich gucke hier auch nochmal. Streichelzoo, ja. Gut, Rechtschreibung ist also 1A bei der Fanny. Ja, die war. War das jetzt Ziege? Ja. Ich wollte gerade sagen, die war noch nicht voll, ne? So, komm mal mit hier. Madamchen. So. Machen wir die mal nochmal voll hier. Danke dir. Wartet. Ich nehme Strawberry. Sie gibt mir garantiert auch ein bisschen Milch. So, jetzt ist die Frage, wen hatte ich denn jetzt? Oder wen auch nicht? Na komm, du mal mit. Vielleicht sollte ich die Ziegen als, keine Ahnung, 1, 2, 3 benennen oder so. Komm mal her, hier. Komm. Danke dir. Hatte ich dich schon? Komm du mal mit. Man verliert hier leicht den Überblick. Nee, die hatte ich noch nicht. Wunderbar. Dann darfst du auch gehen. Gib mir mal aber erstmal das da. So. Keine Ahnung, was ich jetzt hier nicht hatte und hatte. Man weiß es nicht so genau. Aha, bisher hatte ich Glück. Hatte ich die hier schon? Okay, ist sowieso voll die Kanne. Perfekt. So. Dann kann ich die nämlich mitnehmen. Und, ach so, warte, da komme ich gar nicht ran, ne? Und dann kann ich die schon mal reinstellen. So. Perfekt. Wo ist jetzt mein Auto da? Ah. Genau. Einmal streichelt so. Genau, und wenn die Schafe denn da sind, dann würde ich sie nämlich ganz gerne mit zu dem Ziehenstall machen. Weil ich vermute mal, die werden auch fleischtechnisch überhaupt nichts bringen. Ja. So. Lass mich rein. So, hier ist auch voll, ne? Kuhmilch. Wunderbar, Leute, wunderbar. Gut, dann würde ich mal sagen, pass mal auf. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen Käse herstellen. So. Dann natürlich wieder Eier rein. Ne, alles nur vom Besten. So. 3, 4, 5 und 6. Ja, Mann. So, Weißschimmel, Blauschimmel, Weißschimmelziege. Genau. Nein, die Kiste wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte den Inhalt haben, Leute. Den Inhalt. So, einmal da rein, einmal da rein, einmal da rein. Hat jetzt nicht ausgereicht. Natürlich nicht. So. Pack dich darin. So, und weil ich mich ja neu eingeloggt habe, muss ich das natürlich jetzt wieder in die Hand nehmen. So. Dann kocht mal schön.
So. Genau. Produkt nehmen. In Schrank 1. Und nein, das da. So. Okay, weiter geht's. Habe ich jetzt überall Milch drin? Nee. Weil die nicht ausreicht. Okay, dann muss ich jetzt hier Kuhmilch nehmen. Genau. 2% bleiben übrig. Ist ja auch mega blöd, ne? Okay, aber trotzdem kommen jetzt überall wieder Eier rein. So. Genau. So, also. Weißschimmel Ziege, da mache ich jetzt Blauschimmel. Bei der Kuhmilch rein. Okay, das hat ja wunderbar funktioniert wieder. Oh, habe ich jetzt da... Ja, da habe ich Blauschimmel reingemacht. Okay. So, und hier kann ich ja nur Ziegendings machen. So, so kochen bringen. Okay, dann einmal den Schrank schon mal aufmachen. Dann kann ich das nämlich schön da rein Dingens reinpacken. So, einmal das. Genau. So, Kuhmilch habe ich ja noch, also einmal rein da. Hat wieder nicht gereicht, ne? Nee. Okay, kein Problem, kein Problem. Jetzt machen wir Weißschimmel. Okay, und den Rest machen wir mit Blauschimmel. So, und natürlich wieder die Eier. So. Einmal. Was? Ach so, weil da keine Milch drin ist. Ja, natürlich. Okay. Der war gut. Habe ich da noch Milch drin? Okay, wartet mal. Gib mir mal die Milch. So. Ich bin mal so frech. Wartet mal. Jetzt hatte ich da Blauschimmel gesagt, Leute? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, ne? Oder Weißschimmel. Nee, Blauschimmel war das. Die letzten Beinen waren, glaube ich, mit Blauschimmel. So. Einmal hier und da. So. Okay, das kann wieder aufs Auto. Genau. Ach, hier habe ich ja noch Ziegenmilch. Warum habe ich die da angestellt? Naja, egal. So. Einmal das. Oh, ist wieder fertig. Dritter Schrank. So. Ach, Käse mag ich irgendwie zu machen, ne? Alles andere ist irgendwie... Fleisch ist nicht so mein Ding. Ist schon wieder leer, ne? Oder? Ne, 18 habe ich da noch drin. So, wieder Eier. Heute machen wir ein bisschen Käse-Production.
Habe ich da schon Ei drin jetzt? Nee. So. Einmal da. Und, oh, es wird dunkel, ne? Ich habe hier noch gar kein Licht installiert. Oh mein Gott. So, Weißschimmelziege. Es gibt aber nur Weißschimmelziege, ne? Nicht Blauschimmel. So. Ja, sieht gut aus. Oh je, ich sollte mal vielleicht doch ein paar Lämpchen jetzt endlich mal hier hinbauen. Ne, die waren hier, ne? Hier waren sie. Einmal dahin. Höre ich da gerade irgendwie? Kühe in Not oder so? So. Nee, da mache ich, glaube ich, mal die anderen Lampen hin. Wartet. Die hübscheren, wisst ihr. Wo sind die nochmal? Sind die hier? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist, Ach, da sind sie doch. Da sind sie. Einmal da. Einmal da. Einmal hier. Einmal hier. Ja. So sieht's aus. Holzplanke und Metall. Ja. Hier brauche ich nur Metall, ne? Okay, pass mal auf. Ups. Quatsch. Holzplanke und Metall. Wartet mal, ich mache erstmal Metall nur. So ein, zwei Lämmchen wenigstens. Oh Gott, die Folge ist wieder zu Ende. So, nehmen wir das mit hier. Nimm mal das mit. So, wartet mal. Ich werde mal ganz kurz a little bit anmachen hier. So, einmal hier, einmal hier. So, wartet mal, ich mach die auch gleich mal an hier, ne? So. Ja, wunderbar, wunderbar. So, dann Metall schon mal hier reinmachen. Okay. Hab ich jetzt soweit? Es war trotzdem noch sehr dunkel, ha? Huh? Wartet. I have an idea. So, dann dreh das Ding mal. Du sollst dich drehen. Irgendwie so. Bleib da mal stehen, Fanny. Ehrlich mal. Und einmal so, würde ich jetzt sagen. Na?
So. Ja. Wartet. Dann machen wir das auch noch mal hier so ein bisschen. Wir machen jetzt mal hier so eine Art Kreuz. So. Hat genau ausgereicht, Leute. Sehr gut. Ja, kommt doch. Wartet. Kommt doch irgendwie gut, oder? Ja, ich denke. So. Der Schrank ist voll. Denn den hier noch. Einräumen. Und dann war es auch schon wieder mit der Folge, meine Lieben. Aber ich war heute wieder produktiv, ne? So. Warum immer zwei übrig bleiben, das nervt mich voll ab. Wartet, ich muss mal kurz hier die Farbe ein bisschen. Anders hin platzieren. Dann kann nämlich die Milchkanne auch wieder hier rauf. Na komm schon. So wollte ich es haben. Okay, so wartet. Wir machen noch diesen Schwung hier und dann. Und dann. Wisst ihr schon. Nein! Oh, doch nicht den Korb nehmen. Funny, funny, funny. What are you doing? So. Einmal hier. So, und das. Da ist jetzt Ziegenmilch drin, also kann ich ja nur die benutzen. Okay. So, das wäre dann der letzte Schrank sogar. Na, seht ihr mal. Habe ich doch wieder produktiv was gemacht hier. Ach, hier muss ich auch noch Licht machen, aber das kommt alles mit der Zeit, ne? Und hier, ach so, wartet, ich kann ja noch mal schnell Holz holen. So wenigstens das bisschen, was ich da noch hatte. Wartet, ich mache Licht an für euch. Und dann gehen wir schlafen, ja? Also viel Holz habe ich ja hier nicht mehr drin. Wie wir wissen. Ist aber trotzdem ganz schön dunkel, ne? So, mach dich zu. Nee, wartet. Ich mach mal hier Treppe. Wow. Okay, und hier reicht es natürlich nicht. So. Ich weiß nicht. Eigentlich kommt das doch mit dem roten Boden ganz gut, oder? Ja, ich glaube, ich mache den Boden rot. Fertig? Das sieht so aus wie Mobbelkotze irgendwie. Achso, wartet, ich mache hier aus. Wartet, so sieht man es besser. Guck mal, es sieht doch nicht aus wie Käse, oder? Es sieht doch eher aus, als hätte da jemand reingewirkt. Okay, ich sag dazu nichts mehr. So. Ich möchte euch ja den Appetit nicht verderben. So. Perfekt. So, meine Lieben. Dann fahren wir jetzt mal schnell. Zur Scheune. Also zu meinem Schuppen. Und hoppala, würde dann sagen, gehe schlafen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, ihr Lieben. Bye, bye.